Hallo Freunde, willkommen zurück zu State of Decay 2. Wieder mit dabei der Dark Hunter. Heyo! Heyo! So, wir hatten gerade eine Expedition hier in den Westen gemacht. Aber bitte einsteigen! Wo gehen wir denn hin? Ja, ich könnte über den Molly. Die Herde. Und dann nach Hause. Ups. Das war zumindest synchron. Was hat er eigentlich hier oben auf dem Dach drauf? Ein Geschütz. Oh, die wandern ja auch irgendwie hinter der Mauer. Ist ja doof. Ah, warte, die kommen. Ups. Ah ja, okay. Einfluss. Warte, da war noch was. Einer war noch da. Lebt da noch einer? Mhm. Also zur wandernden Horde gehören, glaube ich. Achso, die gehören alle wahrscheinlich dazu, ne? Aber die ist immer noch da. Naja, das ist eine dumme Markierung. Das ist nur meine Markierung, ja. Ich glaube schon, nee, nachdem wir den Einfluss. Okay. Achso, das kann sein, ja. Unser Tank ist übrigens gleich leer. Da ist nicht mehr viel drin. Das ist nicht so viel. Also das reicht noch. So, ich habe neue Markierung gemacht für ihr Haus. Könnte es auch querfeld ein, ist vielleicht schneller. Nein, wir fahren ja schön sauber die Straßen entlang. Außerdem welche Einflussfarmen. Komme ich hier rechts, ja, rechts lang? Ich glaube, jeder Zehnte gibt Erfahrung nur. Jeder Zehnte? Nee. Ach. So viel haben wir gerade nicht gekillt. Oder jeder Fünfte. Was war denn das für ein Geräusch? Schauen wir mal. Ui. Huch! Der war schnell. 25. 25. Nice. Das Tank ist gleich leer. Komm ich nicht mal nach Hause damit. Aber wir haben. Ich habe einen dabei auf jeden Fall. Okay. Dude. Das Auto hat aber auch ganz schön gelitten. Abgesoffen. Füllst du ein? Und ich deff dich. Oh, hinter uns. Wuhu. Wuhu. Das dauert extrem lange mit dem Einfüllen. Lass mal deffen. Ja, oh ja, aber der macht gleich drei Viertel voll. Ja, ja, aber das dauert halt extrem lange. Ich bin fertig fast. Kannst reingehen. Tatsache. Das ist ein Spionagewagen, heißt der. Holy moly. Ja, ich... das würde ich eigentlich nicht machen, weil das Auto ist schon fast kaputt. Wo siehst du denn das? Du siehst doch den Schaden am Auto. Das hat aber, glaube ich, keine Haltbarkeit. Doch, doch. Okay. Also du kannst gerne weiter rumfahren und umfahren, aber dann werden wir es auf jeden Fall sehen. Heimat, wir kommen! Hast du eigentlich viele Items im Winter? Nicht so viele. Das ist richtig. Ah, ich liebe dieses Szenario einfach, dass hier alles untergegangen ist. Bin ich ja richtig? Was hast du denn markiert? Lag auf dem Weg, ist das Haus von den Militärleuten. Wegen Quest noch schnell. Come on in. Warum seid ihr hier im Dunkeln? Und alle im selben Zimmer. Was macht ihr hier? Ah, nichts zu holen. Wo ist jetzt die Tante, mit der ich sprechen wollte? Ja, hier waren wir ja schon. Hätte sein können, dass sie wiederkommt. Bleib stehen, die Dove. Oh, ist das nervig. Oh, da ist ein Boomer. Hast du eine Fernkampfwaffe dabei? Nee, oder? Ja. Bei unserem Auto ist einer. Links. Hinter dir. Schöne Headshots, ne? Oh, nice. Na, ich hab die Schrotflinte. Der dünstet. Dass der Bauch explodiert. Der dünstet aus. Ich wusste es. Ja, warum läufst du denn da auch ran? Ich bin nicht rangelaufen, ich hab geschossen. Willkommen Gesellschaft. Hier ist ein neuer Seuchenherz ausgebrochen unten. Oder wir haben den jetzt erkundet, weil wir da dran vorbeigefahren sind. Und da sind überall wandernde Zombies.
Und einem sollen wir hier sprechen noch. Chaney. Kannst du mit dir sprechen? Kannst du mal schauen? Wenn mich Sepp vorbeilässt. Ich bin extra raus, damit Sepp nicht im Weg steht. Und ich muss definitiv nach Hause. Ich bin absolut. Wo ist denn Chaney? Übermüdet und. Sierra, da ist. Das ist Burke. Hey. Da ist er doch. Ja. Ich kann nur mit dieser Enklave Handel machen. Nein, geht nicht. Oh, die hat ein fettes Sturmgewehr, ey. Eine Handfeuer. Achso, die sollen wir nach Hause bringen. Wo ist hier zu Hause? Alter, da unten. Nee, kannst du vergessen. Na los, ab ins Auto und wieder zurück. Ah, okay, sie ist jetzt, weil es eine Quest ist, ein zusätzlicher Begleiter. Das heißt, da haben wir gleich vier. Kommt sie doch mit. Mhm. Ja, sonst kannst du immer nur einen Begleiter haben, aber weil es eine Quest ist, für ihn zwei. Also, ich mache noch Markierung für Haus. Muss ich da jetzt von hinten ranfahren? Ich bin schon. Doch, muss ich. Eigentlich schon, ja. War zwar nicht ganz an der Leitung, ja. Hat geklappt. Na, kriegen wir mal Proben her? Ist hier zumindest keine Items. Ich weiß nicht, ob man die sieht, wenn man im Auto drin ist. Doch, da ist einer, ne? Gehst du rein? Gehst kurz raus und holst sie? Achso, hm. Die steigen natürlich alle aus. Ja. Scheiß Mitläufer. Fokus. Das ist doch super, hast du wieder eine Probe. Zwei habe ich, glaube ich, dann schon, wenn ich nicht eine in der Kiste habe. Hier rein? Ja, glaube schon. Mhm. Noch bin ich mit der Welt noch nicht so vertraut. Ich hätte total Bock mal, um eine Stadt auszukundschaften. Bug. Ja, aber dann wäre es am besten, wenn wir in der Stadt auch ein Haus bauen, dass wir dann ein Kissen haben, wo wir alles reinpacken können. Richtig. Das können wir machen. Doch. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, in der Stadt jetzt mal richtig krasses Zeug zu finden. Düt, einmal aussteigen. Unser Parkplatz ist eh voll. Hatte das Auto eigentlich einen Kofferraum? Habe ich gar nicht drauf geguckt. Er hat auch einen Kofferraum. Ach, da verdammt. Ist standardmäßig auch immer was drin, scheinbar. Okay, ich habe da nichts reingelegt. Immer Benzin und eine Pille. War in den anderen beiden auch. Hast du es mitgenommen oder konntest du es nicht? Mhm. So, nicht schlecht. Na, Benzin war letztens drin, weil ich das reingelegt hatte. In dem anderen Auto. Resources? Zwei habe ich erst, schade. Und wie viel Mollys haben wir? Was jetzt Teil? Mollys haben wir schon. Das haben heißt, wir könnten tatsächlich auch den solchen Herz mal machen, ne? Das haben wir auch gerade gemacht, da brauchen wir keine Mollys für. Nee, ein richtiges solchen Herz. Wir haben nur ein, ich weiß nicht, wie es heißt, benutzt. Ach stimmt, die Garage da oben haben wir gar nicht gemacht gehabt vorhin, ne? Jetzt zwei Schlachten. Hey, mein Charakter ist zum Held aufgewertet worden. Gegenstände und Bolzen herstellen, Munition produzieren, aufsetzen und Armbrüste bauen. Man kann ja Dinge hier auch ablegen, ne? Da müssen wir später so machen, dass du mit Zeug craften musst, wenn ich dir die ganze Zeit Sachen schenke. Ja, klar. Zum Beispiel eine Armbrust oder sowas. Fahrzeug-Toolkits. Aber warum brauchen wir jetzt dafür ein Toolkit für das andere Auto? Wir konnten doch trotzdem damit fahren. Wenn du zu Lupe wechselst, brichst du die Mission Kriegswaffe für alle ab. Scheiße. Aber ich muss schlafen. I'm ready. Krieg ist ja für alle. Krieg ist ja für alle. Das ist da hinten bei der Stadt. Aufgeblähter heißen die Dinge. Das wäre jetzt aber schon weit weg. Ich geh mal kurz eine Hütte erkunden, solange du schläfst, oder? Oder brauchst du nicht lange? Naja, eigentlich wechselt das schnell, aber ich breche jetzt trotzdem diese Quest ab, weil mein Charakter muss unbedingt schlafen. Ja.
Ah, jetzt ein Häuschen, habe ich gerade Bock zu erkunden. Startest du die Mission eine solche in der Gemeinschaft? Okay, also jeder Charakter hat seine eigenen Quests. Ich werde ein solchen Herz ausschalten. So, dann sollte er jetzt aber auch schlafen. Hab schon so ein bisschen Angst alleine hier in einem Haus. Im Haus? Und einem anderen, ja, gleich das Haus bei uns. Ach so. Auf einmal steht da so ein Viech auf, ey. Für eine Stunde mehr Ausdauer und Moral. Festessen. Ich habe so viele Schrauben mittlerweile. Ich will irgendwas craften. So, wir brauchen Lebensmittel. So, Sepp, hast du nicht noch eine Kiste? Der Armee. Ich würde es schön finden, wenn man das Haus irgendwie noch pimpen könnte. Mit was meinst du? Na, irgendwie verstärken oder so, noch upgraden irgendwie. Na, das kannst du, glaube ich, wenn du andere Häuser hast. Ich glaube, die kannst du schon noch verbessern. Oder du kannst dir bessere Häuser irgendwo kaufen. Dass sie einfach mehr Platz haben für irgendwas. Weil hier, ich sehe gerade kaputte Scheiben. Achso, ja. Oh, ich habe ein Ackebeil. Oh, hier ist ein Boomer bei uns in der Nähe. Ein aufgeblähter. Was ist jetzt ihre Quest hier? Oh, Seuche in der Gemeinschaft. Achso, da hinten. Ups. Vernichtet ein Seuchenherz. Ja, dann ich komme wieder zurück. Noch mal die drei Molotow-Cocktails mit, weil die muss man wohl mit Feuer bekämpfen. Ah, stimmt. Die Seuchen, ja. Aber instead of TK1 hießen, glaube ich, Seuchenherd und nicht Seuchenherz. Oder ich habe mich immer verlesen, es kann auch sein. Es wäre ultra peinlich, dass ich irgendwie ewig viele Folgen das Falsche gesagt habe. Ja, stimmt, gerade so Türen fehlen hier, ne? Weil wir haben ja wirklich offen alles. Ja, und es sieht halt unordentlich aus, das gefällt mir gar nicht. Du kennst ja meinen Ordnungswahn. Wir brauchen Hilfe. Okay. Jetzt sofort. So, Muni noch vielleicht? Ah, eine Pistole reicht mir eigentlich. Gute Waffe habe ich auch dabei. Ich habe eine Schrotflinte mitgenommen. Begleiter wegschicken, zu diesem Charakter wechseln? Nee. Muss der nicht auch mal schlafen? Warte mal, das sieht man noch irgendwo bei Gemeinschaft. Ja, Sepp ist absolut müde. Dann sollte ich ihm mal sagen, er soll hier bleiben. Diga mir. Wir müssten noch einen anderen Charakter irgendwo haben. Auch wenn der absolut schlechte Werte hat. Hier draußen auf dem Wachturm steht noch einer, ne? Ich finde, dass das Haus nur 4 Leute haben kann, ist zu wenig. Ja, deswegen sollten wir uns auf jeden Fall ein größeres holen. Ich weiß nicht, ob man auf der Map hier irgendwo sieht, ein größeres Haus. Ach, dafür müssten wir halt irgendwo mal ein paar neue Dings finden, ne? Ein paar neue Aussichtspunkte, die wir abchecken. Na, wir können ja Richtung diesem solchen Herz da können wir das Auto mitnehmen. Wollen wir links? Guck mal, das sind 2 Aussichtspunkte, ne? Da, wo ich gerade markiert habe. Also können wir gleich in der... Oh, da ist ein Wasserturm. Ist auch ein guter Aussichtspunkt. Also ich würde sagen, eher deren und dann zur Quest. Ja. Na, lass erstmal die Quest machen, würde ich sagen. Und dann zum Wasserturm? Hättest du Bock drauf? Ja, ja. lass uns mal lieber das andere Auto nehmen, oder? Ich glaube, das hält noch aus. Ich glaube, das hält noch aus. Ich lache gleich, wenn es nach 5 Metern ausgeht. Na, das glaube ich nicht. Oder nach 5 weiteren Zombies. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, erst zum solchen Herz, ja. Übrigens, das Auto kannst du auch Licht anmachen, ja. Tüt. Hey. Probe? Nee. Na. Der war gut. Alter. Das war ein bisschen realistisch. Okay. Ja, du musst ja nicht jeden töten. Nee, wollte ich auch nicht. Aber die mit den roten Augen, glaube ich, sollten wir uns immer... Ja, ja, die auf jeden Fall. Für die solchen Proben. Hat sich doch mal einer ungeschickt infiziert, ne? Aus! Ja, es geht manchmal auch ganz schnell. War's da nichts? So, hier ist der Seuchenherd. Ja, lass uns lieber hier packen oder so. Ja.
So, ich habe eine Schroti dabei. Rote, da sind. Rote, ja. Ach, Leute, man kann auch treten, wusste ich gar nicht. Oh, mein Dings ist beschädigt, verdammt. Mein Kukri. Mein Kukri. Du hast einen Kukri? Mhm. Alter, das sieht ganz schön rot aus. Ja, das ist übel. Wollen wir erstmal so rumlaufen und so die Außenstehenden killen? Ich weiß nicht, ob die auch immer wiederkommen, bevor man den Boss gekillt hat. Ich glaube, es gibt da mal einen Boss, den man killen muss. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass da ein Objekt sein muss, was wir zerstören müssen. Ich glaube, das ist der Boss. Ich glaube, das ist der Boss. Das heißt, Vordereingang rein. Gott, sieht das gruselig aus. Ja, das ist wirklich ein Herz. Siehst du das durchs Fenster hier? Okay, Lupe ist schon drin. Da? Holy shit. So, ich benutze mal so einen Molly. Okay. Ach, guck mal, da ist solch ein Herz unten links, ne? Oh ja, ich glaube, der ist hier gerade respawned. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas passiert. Aber bisher passiert nichts, ne? Doch. Oh oh. Klang gut. Aber ich krieg Schaden, wenn ich da drin stehe. Ich glaube, wir brauchen mehr Feuer. Und hier einfach draufschießen? Es fühlt sich nicht so an, als ob er Schaden kassiert. Eben als du geschossen hast, hatte ich schon das Gefühl, dass was passiert ist. Ja, ich weiß nicht, unten links, das sieht irgendwie total komisch aus. Als ob es nicht weiter vorangeht, weißt du? Oh, mein Cookie ist kaputt. Uff, solchen jetzt zerstört. Wie hast du das gemacht? Na, ich habe ein paar Mal drauf geschossen und der eine Charakter hat drauf hat angegriffen. Da waren 5 Proben drin, ne? Geil. Kann man auf jeden Fall schon mal was. Okay, so ein solchen Herz ist gut. Und jetzt kann man das Ding noch abklären. Also du hast einfach drauf geschossen, ja? Ein paar Mal, ja. Und ich glaube aber, das Feuer hat wahrscheinlich am meisten Schaden gemacht. Ich habe einfach nichts gesehen. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Unten links diese Anzeige, die immer noch da ist. Ich habe keine Anzeige gehabt. Mit der Temperatur und dem Tropfen? Hab mit dem Thermometer? Gesehen. Okay, bei mir ist es immer noch da. Vielleicht war es bei mir verbuggt gewesen. Okay, okay. Das sehe ich ja. Auf zum Wasserturm. 400, 700 haben wir schon. Potenzielle Außenposten bringt. Charakterwechsel, Schließfach, Schutzzone und Betten. Zwei. Ja, wenn, dann muss es schon sowas mit 4 Betten oder so sein. Mit ja, Auto wahrscheinlich, ja. Genau. Da. Ja, ansonsten scheint mein Charakter auch vergiftet zu sein und sollte dann irgendwann auch schlafen. Na, schlafen muss man auch. Magst du fahren? Mir ist es egal. Nö, mach ruhig. Das ist dein Auto, das kannst du ruhig noch zu Ende fahren. Ich hab noch Alter, hier sind ganz viele Special Zombies im Moment herum. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen größeren Rucksack bekommen. Eine 8er. Was hast du für einen? Ein 6er? Ein 7er habe ich. Okay. Mach mal deine Markierung bitte weg auf der Karte. Jo. Da war wieder ein spezieller. Die können wir ruhig umbringen, auf jeden Fall, wenn du sie siehst. Meturato. Wir sind bei 19 Minuten, ja. Ja, na lass auf den Turm hochgehen. Okay. Einmal aussteigen, bitte. Warte, warte, dass der Zombie kommt. Weil man sie dann gleich unboxt. Und ruf auf den Wasserturm. Oh, richtig hoch, schön. Moralbonus und Wasserversorgung ist das. Vorsicht, rechts kommt ein Zombie von dir. Ach, von der Seite. Schaltkreise sind scheinbar auch sehr wichtig. Die brauchen für viele Upgrades, habe ich schon gesehen. Habe ich vorhin auch schon. Ich habe auf jeden Fall schon welche, aber ich weiß nicht, wofür man die braucht. So, ich bin oben. Achso, warte, ich komme auch.
Wo ist denn die Treppe? Ach, da. Oh mein Gott, kann man hier viel erkunden. Holy shit! Ich warte mal auf dich, dann können wir erstmal die Folge beenden, bevor wir dann gleich alles erkunden. Ja, erkunden kannst du ja, wenn du willst. Wie kann ich nach? Ach, mit R. Kommen wir nicht mit, die kämpfen jetzt unten. Jo, dann komm, erkunde ich schon mal. Okay, bin da. Na gut. Machen wir das in der nächsten Folge, das Erkunden, oder? Okay. Gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.